Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bibo, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Bus Mechanic Simulator. Ja, wir haben heute mal ein bisschen viel zu tun hier. Der Heizölfüllstand muss überprüft und wenn erforderlich aufgefüllt werden. Der Kältemittelfüllstand der Klimaanlage muss überprüft und wenn erforderlich aufgefüllt werden. Kühlwasser muss komplett ausgetauscht werden. Und jetzt hier alle Notgeräte müssen überprüft und wenn erforderlich ausgetauscht werden. Dazu gehören Feuerlöcher, Warndreieck, Verbandskästen, Blinkleuchte und Nothammer. Na denn, auf und davon, haben wir ein bisschen was zu tun heute. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ihr habt ja gesehen, wir brauchen noch ein paar Punkte, damit wir das Ganze ja endlich mal in die nächste Stufe bringen hier. Also zumindest in die Stufe 2 wäre das schon mal absolut himmlisch, damit wir jetzt endlich mal diese ganzen Fischkeiten jetzt endlich mal sein lassen können. Das war ja absoluter Traum. So, als erstes, brauchen wir dieses und gehen jetzt erstmal hier runter und wir müssen jetzt erstmal hier soweit die Fischkeit rauslassen hier. So, warte mal, Betriebsmittel, nee, das brauchen wir nicht. Hier war es, genau. So, denn das war ja Teil der Aufgabe. Dann müssen wir die Klimaanlage wieder herrichten. Also, ja, mal gucken. Das sollte hoffentlich ein paar Punkte bringen, jetzt zumindest. Bin mal gespannt. Morgen übrigens, Leute, Herrentag, Vatertag. Wundervoll. Ein Arbeitstag weniger. So muss das sein. So, nehmen wir schon mal den Schlüssel hier mit. Den werden wir jetzt brauchen. Auf damit und du bitte Anschlussposition bringen und zack. So, Kabel ran. Sehr schön, du kannst wieder weg. Zurück zur Abstellposition. Haben wir hier irgendwo eine Wasserkanne? Nö. Denn, nehmen wir das jetzt hier. Oh, springen wir rüber. Klappe auf. Das ist komplett runter. Achso, ja, klar. Muss ja runter sein, wenn wir es abgelassen haben. Macht irgendwo Sinn, ne? Bin jetzt schon ein bisschen gewundert. So. Perfekt. Und jetzt brauchen wir noch Heizöl. Und wir haben jetzt hier Kraftstoff, Harnstoff, Heizöl. Hier noch ein bisschen nachtanken. Und dann müssen wir in den Bus, müssen gucken, welche Ausrüstung kaputt ist. Perfekt, können wir das hier alles schon mal zumachen. Brauchen wir alles nicht mehr. So, Leute. Dann ab rein in den Bus. Tür auf. Und schauen wir mal. Warndreieck ist in Ordnung. Verbandskasten ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ordnung. Das, also hier ist alles gut. Brauchen wir nichts. Feuerlöcher ist in Ordnung. Nothammer. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und schaut auch gut aus. Oh, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Lass mal ganz kurz mal. 100, 100, 100, 100. Nö. Ich glaube, das ist alles. Wir können mal ganz kurz mal hier den Auftrag ansehen. Ja. Ach, guck mal, da ganz hinten ist auch noch einer. Den haben wir noch nicht überprüft.
Ja, den hier hinten, den Kollegen. Aber auch der ist komplett in Ordnung. Hier ist nichts, was kaputt wäre. Ja. Gut, dann schauen wir mal nochmal. Alle überprüft und wenn erforderlich ausgetauscht werden. Dazu gehören Feuerlöcher, Warndreieck, Verbandskasten, Blinkleuchte und Nothammer. Haben wir. Haben wir. Na, den können wir zumachen. So, dann ab dafür. So, hoffen wir mal, dass das jetzt auch so war. Dass wir jetzt irgendwas übersehen haben oder sowas. Wäre mega, 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 mega nervig. Minus 50, da war irgendwas kaputt, aber... Wow, das hat mir jetzt eine ganze 25 Punkte gebracht. Ernsthaft? Das ist Warndreieck, war da vorne die beiden Verbandskasten, die Blinkleuchte, die Nothammer waren alle in Ordnung und ich glaube, hier ist ein Fehler drin. Das müsste man jetzt glatt nochmal zurückspulen. Die Kartusche des Lufttrockners muss gewechselt werden. Alter Falter, komm. Das war uns eine Anzeige lassen, weil ich wüsste jetzt nicht, wo was irgendwas, was eine Kartusche ist. Ja, müsste man jetzt glatt nochmal zurückspulen und nochmal gucken. Irgendwo muss ja was gewesen sein. Das ist ja jetzt ein bisschen lästig. So, was ist eine Kartusche? Also, sie ist schon mal vorne. Oder? Naja, nicht wirklich. Die ist hinten. Die ist hinten. Muss irgendwo hier sein. Heizgerät. Sollen wir mal untergehen? Ah ja, da ist die Kartusche. Wir sehen schon. Die Lufttrocknerkartusche. So, heute läuft es ja wieder flüssig wie eh und je. So, will ich jetzt... Nee, das ist nicht Motor. Wahnsinn. Motor ist es nicht. Da haben wir sie schon. Sehr schön. Das auch nie vermutet. So. So. Bild von der Kartusche. Und abschließen. Wunderbar. 50 Punkte. Spektakulär. Jetzt haben wir hier nochmal diese Aufgabe. Komm, die nehmen wir jetzt nochmal.
Die nehmen wir doch jetzt einfach nochmal in die Aufgabe. Und schauen jetzt direkt nach. Nein. So. Ist der gleiche Bus nochmal? Na, guck mal, hier ist was. Oh. Ist ja witzig. Also hier laut dem hier haben wir das alles schon gesichtet. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Was war jetzt? Innenraumfilter der Klimaanlage. Muss gewechselt werden. So, warte mal. War es wieder das komische Ding hier vorne, wa? Innenraumfilter, ja. So, was haben wir noch? Getriebeöl. Kühlwasser muss komplett ausgetauscht werden. Getriebeöl hier. Hier wäre manchmal so zwei Plätze schon extrem gut hier, aber ich will die Punkte dafür halt nicht benutzen. Ablass, nee. So. Perfekt. Das kann wieder zu. So, haben wir es da. Ja, also mittlerweile, weiß gar nicht, 6., 7. Folge oder sowas, irgendwie muss das ja schon mittlerweile sein. Also es macht schon Spaß. Also ist jetzt natürlich nicht so ein Highlight wie jetzt in der Car-Mechanik-Simulator, weil wie gesagt, mir halt immer noch so ein bisschen was fehlt hier in dem Spiel. Aber so im Großen und Ganzen kann man damit halt schon doch Zeit verbringen. Also ganz so schlecht würde ich ihn jetzt auch nicht einstufen. Ist wie gesagt kein Highlight, ja, um Gottes Willen, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt der größte Müll ist, der jetzt praktisch hier existiert. Also so nun nicht. Na, das ist mal was anderes auf jeden Fall. Und kann ich persönlich halt jetzt nichts zu sagen. Ne? Also, ja. Haben wir darüber jetzt auch mal gesprochen. Was wollte ich jetzt machen eigentlich? Achso. Das wollten wir eigentlich. Wie gesagt, morgen Feiertag. Mal gucken, ob wir heute Abend dann noch einen Livestream machen zu irgendwas. Muss man mal schauen. Muss ich spontan entscheiden. Wird halt mit Family im Garten sein. Wenn wir uns da ein bisschen Zeit nehmen. Kühlwasser. Innenraumfilter und okay, also wir brauchen den Nothammer. Füllen wir den hier. Hier haben wir einmal und den Innenraumfilter.
Innenraumfilter. So. Was macht ihr denn so an dem Tag morgen, an dem zusatzfreien Tag? Könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, dann würde mich mal interessieren. Ja, und dann ist ja nur ein Tag arbeiten, schon wieder Wochenende. Ach ja, so muss das, Leute, so muss das. Was hat man jetzt? Ach so, noch den Nothammer. So, machen wir jetzt einfach mal so. Und hier kommt der Nothammer. Sehr schön. Und ab damit. Das sollten wir hoffentlich auch volle Punktzahl bekommen. Sollten wir. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Werden wir jetzt gleich erfahren. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sieht euer Tag morgen aus? Mit der Familie unterwegs oder macht da einfach mal so einen Chill-Tag einfach zu Hause auf der Couch. Nutzt die Kommentarfunktion und schreibt es unten rein. Sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Freue ich mich sehr drüber. Oder ja, einfach mal ein bisschen was dazu schreiben. Das wäre eine großartige Sache. Ich denke mal, morgen in der Folge werden wir die Stufe 2 erreichen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt wieder einschalten zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss, Leute. Bis dann.